Hallo Ashen Ones, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 3, meinem Zauberer-Run. Ich bin jetzt hier gerade mal wieder im Feuerbannschrein und guckt mal, wen ich hier gefunden habe. Der liebe Grayrod ist wieder da. Ich dachte ja, der hätte irgendwie das Zeitliche gesegnet und würde gar nicht mehr zurückkommen. Aber anscheinend hat er es doch geschafft, weil ich bin ja jetzt ein paar Mal schon im Feuerbannschrein gewesen, ohne dass er hier aufgetaucht ist. Ich habe mittlerweile auch schon mit ihm gequatscht und er hat sich entschuldigt, dass es so lange gedauert hat, bis er wieder da war. Mal schauen, was er sonst noch so zu erzählen hat. Discovering Irithyll in the Boreal Valley, all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon-worshipping nobles and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? All Okay. right, fine and well. If that is your wish, I can only obey. But feel free to change your mind later. I hate to leave a city of nobles ripe for the picking. Okay, der würde jetzt am liebsten gleich wieder losziehen und neue Sachen klauen für uns. Aber ich schau mal, was er jetzt so zu verkaufen hat. Irgendwo hier Waffen, was können wir denn da brauchen? Ach, ich wollte eigentlich Feuerbomben ein paar. Nehmen wir mal 30 Stück. Und dann habe ich eigentlich irgendeinen Bogen oder was? Weil ich hätte ganz gerne noch Feuerpfeile. Brandpfeile nehmen wir auch mal 30 Stück. Das weiß ich gar nicht. Habe ich überhaupt Bogen? Weiß gar Goodbye nicht. and stay safe. Mal gucken, was ich so an Pfeil und Bogen da habe. Ja, ich habe sogar einen Langbogen. Ach, den habe ich sogar bis auf plus 5 schon hochgelevelt. Das ist ja cool. Gut. Den brauche ich nämlich später noch. Aber bevor mir hier der Greyrod wieder verschwindet. Aber ich könnte ihn ja jetzt eigentlich plündern schicken. Machen wir doch mal. Habe ich ja jetzt gekauft, was ich so haben wollte. I'm ready. A fine choice. I am Grey Rat the Goodbye. Gut, dann schauen wir mal, ob er wieder zurückkommt danach. Ich befürchte es aber nicht. Ja, und jetzt wollten wir ja weiter durch Irithyll noch ein bisschen was erkunden. Genau, und da gehen wir jetzt mal zurück. Und zwar zum Sullivan. Sullivan. Ich muss allerdings gestehen, ich war jetzt noch mal in dem Gebiet und habe da schon ein bisschen gelootet, weil das ist ja eher langweilig, wenn ich das hier im Video mache. Es rentiert sich aber wirklich hier ein bisschen durch die Gegend zu schauen, alle Ecken abzusuchen, weil man findet doch einiges, vor allem große Titanitscherben. Die habe ich aber auch schon zum Upgraden meiner Waffen jetzt verwendet. Und deshalb laufe ich jetzt hier einfach mal einigermaßen schnell durch das Gebiet durch. Und zwar haben wir ja da vorne oben so ein
geheimen Durchgang aufgemacht und da waren wir ja noch nicht drin, deswegen mache ich das jetzt mal. Und zwar hier, genau. Den müssen wir uns noch anschauen. Jetzt eine ziemlich lange Leiter runter. Und wie ihr schon sehen könnt, da sind wieder hier Sullivans Bestien und zwar zwei Stück davon. Da sollte man aufpassen, dass man die allein... Oh Gott. Uiuiuiui. Ich bin tot, ich bin tot. Nein. Oh, ja. Okay, das war jetzt ungeschickt. Ich hätte da ein bisschen wegbleiben sollen. Die Schwierigkeit ist da eigentlich, dass man die einzeln erwischt, also nicht beide gleichzeitig. Also, dass man da nicht einfach in die Mitte von diesem Raum reinrennt. Und dann die Aufmerksamkeit von beiden auf sich zieht. Aber da schauen wir eben nochmal. Ist ja auch nicht so weit jetzt. Also ich renne hier immer ein bisschen links rum, weil auf der anderen Seite, wenn man läuft oder in der Mitte hier, dann treffen die diese, was sind das? Kleriker oder was weiß ich, die da mit ihren Feuerbällen da von oben schießen. Man hört das auch schon. Deswegen lieber mal ein bisschen links halten, dann weicht man dem einigermaßen aus. So, jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die so anfällig gegen Magie sind. Nicht so wirklich. Und Blitze schießen sie auch noch, meine Güte. Oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt hätte ich ihn erwischt. Okay, wieder gestorben und vergessen, die Seelen aufzusammeln. Das heißt, die sind jetzt alle weg. Waren ja nur 10.000 oder 11.000. Es geht ja noch. Allerdings hätte ich schon ein paar noch übrig, aber gut, wir kriegen ja wieder Seelen, wenn wir den dann mal endlich erledigt haben, da. So, aber diese Biester machen ja wirklich einen unglaublichen Schaden. Einmal geschnappt und schon hat man da drei Viertel von der Lebensleiste weg. Ich könnte mir natürlich hier eine Glut einwerfen, aber da... Da habe ich dann gleich wieder Invasoren auf dem Hals.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, den ersten hätten wir dann mal. Ach, und der zweite kommt auch schon. Oh mein Gott. Oh Gott. Ui. Oh, meine Güte. Der lässt mich nicht mal hier meine Spells casten. Ah, nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ein Lebenspunkt hat er da jetzt noch gehabt. Ah. Okay, ihr guckt mir jetzt hier wahrscheinlich die halbe Folge beim Sterben zu. Aber so ist das halt nun mal hier. Ich könnte es jetzt eigentlich auch links liegen lassen, dieses Gebiet, aber der Vollständigkeit halber will ich es natürlich schon erledigt haben. Und nachdem ich ja jetzt den einen schon erwischt habe, will ich den anderen natürlich auch noch hier fertig machen. Und die geben ja doch relativ viel Seelen hier, weswegen man die sich eigentlich auch nicht entgehen lassen sollte. Apropos Seelen, nach den Dingen jetzt hier hinten. Mal ganz unauffällig hier vorbeilaufen. Hast du mich schon gesehen? Nee. Oh Gott. Ah, das ist aber auch. Ach, meine Güte. Blödes Viech. Oh nein, oh nein. Oh komm, jetzt habe ich ihn doch fast erledigt. Das kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein. Ah, Ring der Gunst. Was macht der denn nochmal? Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Ah. Na. Wo sind die Ringe? Ring der Gunst. Erhöht TP-Ausdauer und maximale Belastung. Das ist ein richtig guter Ring. Abgründiger Edelstein. Und erstmal hier ein Bonfire anzünden. So, und hier könnten wir jetzt einen weiteren Eid leisten, wo wir diesen menschlichen Abschaum, den wir da vorne gefunden haben, darbieten können. Und da könnte man wieder einen Eid leisten. Machen wir jetzt hier aber nicht.
Genau, erstmal hier wieder voll tanken und dann geht's wieder zurück. Bevor man Eid leistet, sollte man übrigens erstmal gucken, was dieser Eid dann bewirkt und bedeutet. Das habe ich nämlich in Dark Souls 2 leidvoll erfahren müssen, wo ich da einfach mal irgendwie einen Eid geleistet habe. Eid der Vorkämpfer oder so ähnlich hieß der. Der dann gleich mal das ganze Spiel auf NG Plus Niveau hochgelevelt hat. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich hier mich so schwer tue. Hab das dann auf meinen Leveling und meinen Charakter geschoben, weil ich da als Kleriker mal gespielt habe. Bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, ja, dieser Eid, der ist eben für die ganz Harten, die gleich am Anfang schon ein New Game Plus Level haben wollen. Genau. Da gehe ich jetzt hier erstmal so durch. Mal schauen, ob ich den mit zwei erwische. Ah, natürlich, er erwischt mich auch. Super. Ich mal ausweichen sollen. Große Titanitscherbe. Eben hier in dem Gebiet findet man viele große Titanitscherben. Aber ich sehe ja wieder toll aus. Was eben das Gebiet ganz gut zum Looten und Farmen macht hier. Jetzt ist er runtergefallen mit seinem Item. Das ist natürlich blöd. Naja. Und da unten finden wir dann auch noch, meine ich, in großen Bogen. Bin jetzt bloß einmal am überlegen, ob ich mir den noch hole oder nicht. Große Titanitscherbe und zwar hier unten irgendwo. Aber da muss ich wieder da ganz rauflaufen. Habe ich denn überhaupt einen Katzenring? Katzenring habe ich. Habe ich den Katzenring? Katzenring, genau. Den sollte man hier übrigens tunlichst anlegen in diesem Gebiet. Also vor allem, wenn man hier PvP kämpft, weil man da doch ziemlich oft runterfällt. Jetzt kommt der hier hochgelaufen und man da ganz schön dann mit seiner Lebensenergie zu kämpfen hat. Ich habe jetzt zwischendurch immer Dark Souls 2 gespielt und da ganz normal hier so als Schwertkämpfer. Jetzt bin ich hier das Gefühl etwas aus der Übung. Willst du jetzt auch runter? Ja, mal gucken. Ist der jetzt da geblieben? Nee, auch runtergefallen. Da unten liegt er. Ich meine, da gäbe es eben auch noch einen Loot. Ich gehe jetzt mal kurz zurück, nachdem ich jetzt den... Du schießt jetzt da auch auf mich. War ja klar. Ich schaue jetzt nochmal hier runter. Oder war das woanders? Oder habe ich das schon gelootet? Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht habe ich das schon mitgenommen. Ah ne, da unten, genau. Kleine Titanitscherbe und hier müsste jetzt, genau, Drachentöter Großbogen. Der ist allerdings sehr schwer. Sehr cooler Bogen. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den mit. So, und wieder nach oben.
wieder Richtung Anor Londo. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen, da Anor Londo zu looten und die Tür aufzumachen. Ich finde den Ausblick einfach so toll hier, wie weit man da gucken kann. So, jetzt gehen wir da mal oben rein. Da waren wir ja schon. Dann hätten wir dieses Gebiet hier nämlich auch erledigt. Und wir müssen uns jetzt nur noch um Anor Londo selber kümmern. Und dann geht es auch schon wieder zum nächsten Boss. Und zwar zu Aldrich, dem Götterfresser. Der Aldrich, das war auch früher irgendwie ein Kleriker. Und der hat seine Kraft daraus bezogen, dass er Untote gefressen hat. Wie auch immer. Und dann hat er eben festgestellt, oh, wenn ich Götter fresse, dann kriege ich ja noch mehr Macht und Kraft. Oh, ja, war ich. Oh Mann. Das war ja wieder ganz klasse. Super. Das habe ich ja jetzt wieder super gemacht. Vor lauter Erzählen zu Aldrich passe ich wieder nicht auf. Ja, der Aldrich, der hat dann auch Gwendolin gefressen. Gwendolin heißt er so? Der Sohn von Gwyn. Wie gesagt, ich bin ja nicht so tief in der Lore von Dark Souls drin. Und der Gwendolin, der war ja irgendwie auch, oder war der Bruder von Yoshka. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ach, komm her. Hey, so schwer sind die doch normal gar nicht. Ah, und jetzt kommt hier schon der nächste. Na super. Also jetzt heute stelle ich mich ja extrem. Ah! So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Hier. Genau, so muss das sein. Und eine schöne Titanitscherbe wieder. Schade.
Ja, der Aldrich, der hat eben seine Macht aus Seelen gezogen und hat dann, wie er eben angefangen hat, Götter zu fressen, auch den Gwyndolin, heißt der so, den Sohn von Gwyn, gefressen. Der Gwendolin, der war ja der Bruder von Yoshka, die war ja da drüben. Hier sieht man das, dieser Turm da. Die wir da besucht haben. Die da eben so ein, ja, Ritter zusammengerufen hat im Kampf gegen den Aldrich, glaube ich. Interessant ist übrigens auch diese Typen mit den Käfigen auf dem Rücken, die wir da in der Senkengrube sehen und gefunden haben. Die haben da immer irgendwie die Opfer von Aldrich wohl transportiert und ihm da hingeschleppt. War jetzt hier nichts mehr? Kein Loot? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Gibt's relativ wenig hier draußen. Okay, hier gibt es nämlich diese Kohle. Die Kohle des Riesen. Mit der Kohle des Riesen können wir eben eine Waffe mit einem chaotischen Edelstein verstärken. Das werde ich jetzt nämlich dann auch gleich machen. Aber erstmal muss ich hier lebend durch das Gebiet. Ich bin hier immer viel zu langsam. Sehe das schon. Oh, jetzt ist das nah. Komm her, Fetti. Wer weiß, da super, das hat sich natürlich jetzt hier rentiert. Das ist auch wieder so ein Eidgegenstand. Beweis der Eintracht kann man übrigens, wenn man diese Eidgegenstände offline farmen will, hier bei diesen. Ja, sind das auch Kleriker oder was? Kann man das tun? Da unten ist es eine Kiste. Ich meine, da war eine Estusscherbe drin oder so. Die hätte ich natürlich schon ganz gern, aber diese Viecher. Oh, die sind empfindlich gegen Feuer, aber. Oh, aber gegen Magie? Weiß nicht. Gegen Magie? Naja, geht so. Genau, hier gibt es nämlich eine Estusscherbe. Und. Oh. Blödes Tier. Da hinten ist jetzt hier so ein Viech. Oh, meine Güte. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Das kommt von oben runtergesprungen. Ah, jetzt habe ich das Falsche anvisiert hier vor lauter Nebel. Aber ist jetzt egal. Ich mache jetzt hier erstmal die Tür auf. Sicher ist sicher. Nicht, wenn ich hier sterbe, dass ich dann vergessen habe, die Tür aufzumachen. Mein Gott, was das alles spuckt hier. Aber ich glaube hier.
Hinten drin bin ich einigermaßen sicher. Ja, und du kommst mir jetzt hier nachgekrabbelt. Das ist ja... Fällt mir jetzt hier gerade noch. Was spuckt das eigentlich Ekliges? Es ist rausgesprungen. Aus der Tür gehüpft. Okay. Gut. Was droppst du da Schönes? Ein Rubin von Aldrich. Also Ringe gucke ich mir immer, immer ganz gerne an, weil das ist so das Einzige, mit dem ich was anfangen kann. Also Waffen regeneriert TP von kritischen Angriffen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Bloß mit kritischen Angriffen habe ich es ja nicht so. So, und hier ist jetzt was ganz Interessantes. Da kann man nämlich der Anri helfen, in ihrer Welt den Aldrich zu besiegen. Das mache ich aber jetzt erstmal nicht, weil ich will nämlich jetzt, ja, ich gehe jetzt hier erstmal nochmal rauf und sammle mal den Rest hier von dem Zeug ein. Wo ist die Treppe? Vorne. Wo komme ich denn jetzt hier wieder rauf? Ah, vor lauter Treppe gucken. Ja. Ja, weil wir nämlich ja Andris gute Questline verfolgt haben, können wir ihr hier eben in ihrer Welt helfen, den Aldrich zu besiegen. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht, weil ich ja, wie gesagt, habe das noch nicht geschafft habe, Andris gute Questline weiter zu verfolgen. Ich bin jetzt auch mal ziemlich gespannt, was das hier so wird. Wo muss ich hier runter? Ich glaube, das waren eh bloß irgendwelche komischen Pfeile, die man hier gefunden hat. Oder? Ja, Mondlichtpfeile, das hat sich ja wieder voll rentiert. Aber egal. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück in den Feuerbandschrein, bastel mir eine chaotische Waffe zusammen und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge nehmen wir uns dann Aldrich vor, helfen erstmal Anri hier bei ihrem Kampf gegen den nächsten Boss und dann werden wir es selber mal versuchen. Dann viel Spaß und bis zur nächsten Folge dann. Ciao, ciao!